Wir haben ein Projekt gemacht, das hat Smart Plant Pot und das hat sich mit einer selbstgießenden Pflanze zu tun. Unsere Idee ist davon gekommen, eine selbstgießende Pflanze, wie ich schon gesagt habe, und dass es weniger Arbeit macht, sie selber zu gießen. Ich bin der Vincent. Ich habe mich hauptsächlich um die Pumpe und um die Zusammenfügung des Codes gekümmert. Ich bin der Abdulahemat und habe dem Vincent beim Pumpen, also bei der Pumpe geholfen und den Time bei den Feuchtigkeitssensor auch geholfen. Der wird dazu was sagen. Ich bin Time und ich habe ich habe mich mit dem Feuchtigkeitssensor befasst. Ja, und sonst habe ich noch die Pflanze vom vierten Stock her geholt. Danke an die Das Stadtgärtner. richtig. Und ich bin der Raphael und ich habe mich um die LEDs gekümmert, die dann da vorkommen. Hier sieht man die LEDs, das der Raphael gemacht hat. Hier ist die Pumpe. Und hier ist der Sensor, Feuchtigkeitssensor. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt, jetzt ist es feucht und leuchtet grün. Passiert noch nichts, aber wenn es nicht mehr feucht ist, dann leuchtet es rot und wird dann Wasser vom dem Glas raus hier kommen. Hoppla. Ja, das war's. Danke für eure Aufmerksamkeit. SPP, wart's noch ganz kurz. Ich darf euch auch die Teilnehmerinnen Urkunden mitgeben und hätte jetzt zusammenfassend, dazu uns zusammentauschen nochmal eine Frage, noch ganz kurz. Ich halte euch nicht lange auf, ich sehe, ihr seid busy. Das heißt auf gut Deutsch, die Pflanze kann selber entscheiden, wann sie Durst hat und wann nicht, oder? Ist Ja, das richtig? ja, Okay, wow. Wer hat die Idee gehabt? Wie ist dazu gekommen? Der Vincent. Ich. Und ja. Bist da Pflanzenliebhaber sozusagen? Ja. Oder du hast Mama und Papa gefallen. Das ist sehr lieb von dir. Einen riesengroßen Applaus für SPP. Dankeschön. Danke, danke, danke.